und herzlich willkommen. Heute ein kleines Workout von mir, wieder stabile Mitte, starke Schultern. Wir gehen auf die Matte runter, viel in der Stützposition. Guckt und versucht, so weit mitzumachen, wie ihr das schafft. Es ist alles ein Kann und kein Muss. Was ihr nicht schafft, das schafft ihr nicht. Es gibt für alles Alternativen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und wir fangen erstmal an, uns ein bisschen warm zu machen. Lauft auf der Stelle. Genau. Schwingt die Arme ruhig ordentlich mit. Die werden gleich gut beansprucht. Okay. Sehr gut. Kreist mal die Schultern und wandert mit den Füßen weiter. Dann kommt ihr mit den Beinen mit jedem Schritt 1 Zentimeter weiter auseinander. Gut. Bleiben wir erstmal hier außen. Sehr schön. Wenn es geht, nochmal 1 Zentimeter. Prima. Neigt eure Knie ein bisschen. Sehr schön. Und kommt langsam wieder zurück. Schritt für Schritt 1 Zentimeter in die Mitte. Okay. Dann stehen wir ganz eng. Arme schütteln wir einmal aus. Wir machen kleine Tippelschritte. So, jawohl. Okay. Wir stehen auf den Zehenspitzen. Komm hoch. Tief. Hoch, tief, hoch, tief. Genau. Sehr schön. Okay, wir bleiben einmal auf den Zehenspitzen. Ziehen die Fersen weit hoch. Pulsieren hier oben ein bisschen. Okay. Sehr gut. Bleibt. 5, 4. Pulsiert. 2, 1. Komm tief. Geht mit dem Popo weiter nach hinten, zieht die Zehenspitzen hoch, bleibt auf den Fersen. Kleine Tippelschritte, bleibt auf den Fersen. Kommt ein bisschen breiter. Yeah. Bauch ist immer schön fest angespannt. Wir sind immer noch auf den Fersen. Okay, kommt langsam wieder zurück. Und wir wippen, entspannt. Jawohl. Wir nehmen die Arme einmal seitlich, Schulter hoch. Und ziehen ganz kleine Kreise. Ja. Schon mal ein bisschen dran gewöhnen, was gleich kommt. Genau. Prima. Und einmal Richtungswechsel. 5, 4, 3, 2, 1. Zieht vor. Jawohl. Und lang. Rechts, links. Zieht kräftig, spürt die Dehnung, Schulter, Rückseite, ja. Perfekt. Und ein paar Zentimeter höher. Mit jedem Zug. Und einmal nach oben, über Kopf. Jawohl, und wieder vor. Schön kräftig ziehen, 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 ziehen. Und beide einmal nach unten, schön ziehen. Spürt hier oben kräftig die Dehnung. Zieht, 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 zieht. Rollt noch einmal ein bisschen die Schultern. Okay. Dann würde ich sagen, der Aufwärmport ist erledigt. Holt euch vielleicht schon mal was zu trinken, stellt sich daneben. Und wie auch immer, jeder hat so seine Rituale für sein Training. Wir gehen runter auf die Matte. Und zwar einmal in die Liegestützposition. Okay. Stützt euch auf. Fingerspitzen zeigen leicht zueinander. Ellenbogen etwas gebeugt. Stellt euch hinten auf die Zehenspitzen. Das ist die Liegestützposition. Achtet darauf, dass ihr nicht ins Hohlkreuz runterfallt, sondern wie ein Brett. Na, von hier Knie absetzen, Popo auf die Fersen und das Ganze dann im Rhythmus. Das ist die erste Übung. Ich mache mal nebenbei meinen Timer an, damit ich euch nicht unnötig lang in den Positionen halte.
So. Okay. Dann Vorbereitungsphase. Kommt in die Position, geht schon mal auf die Knie, Ellbogen leicht gebeugt und wir kommen hoch, halten, 1, 2, 3 Sekunden, langsam zurück und hoch, halten, zurück. Achtet darauf, wenn ihr in der Spannung seid, dass ihr den Bauchnabel zur Wirbelsäule reinzieht, dass ihr schön stabil seid. Sehr gut. Und prima. Haltet den Kopf gerade, die Halswirbelsäule in die verlängerte Wirbelsäule bringen. Sehr gut. Schiebt den Popo ruhig hinten raus. Na, lasst die Arme lang vorne, dass er in die Pause kommt. Die nächste Übung ist der Vierfüßlerstand. Knie stehen hüftschmal, Bauchnabel eingezogen, Rücken gerade, Fingerspitzen zueinander und die Ellenbogen leicht gebeugt, Hände unter der Schulter. Diagonales Arm-Bein strecken. Achtet darauf, dass ihr von der Fingerspitze bis zur Zehenspitze eine Linie habt. Anspannen, gerade halten. Nicht hochschieben, eine Linie behalten. Und der Wechsel. Sehr gut. Prima. Wenn ihr merkt, eure Hüfte driftet ein bisschen zur Seite weg oder nach oben, dann dreht euer Fußgelenk ein. Daumen zeigt immer Richtung Decke hoch. Sehr gut. Und eine kleine Pause. Nutzt die Pause immer für euch aktiv, indem ihr hier die Lendenmuskulatur etwas dehnt. Jawohl. In der nächsten Übung kommen wir wieder in die Liegestützposition. Dann wird es alles noch mal ein bisschen anstrengender. So, Liegestützposition, halten, ranziehen, ranziehen, 1, 2, lang. Die Knie berühren nicht den Boden. Ellenbogen leicht gebeugt halten. Und die Fingerspitzen zeigen so ein bisschen zueinander. Spannt den Bauch fest an. Gut. Sehr schön. Haltet durch. Ist gleich geschafft. Und Pause, Entspannung. Wir drehen uns einmal um und dann kommen wir in den umgedrehten Vierfüßler. Dazu zeigen die Fingerspitzen gerne nach außen oder schräg nach hinten, wie es euch angenehm ist. Genau. Okay. Auf die Fersen gestellt, Popo hochschieben. Rechte Bein lang, zurück, Popo tief, hoch, links und tief, hoch, rechts, im Wechsel. Sehr gut, findet euren Rhythmus. Atmen ist ganz wichtig. Habt den Bauch angespannt. Sehr gut. Durchhalten. Die Ellenbogen sind immer leicht gebeugt. Das schont die Sehnen und Bänder. Und tief entspannt euch kurz. Okay. Bewegt ein bisschen eure Handgelenke. Ja, ich muss zwischendurch auf meinen Spickzettel gucken, damit die Reihenfolge passt. Okay.
Nächste Position ist das Boot. Machen wir den Bauch ein bisschen stabil. Na? Okay. Für die, die nicht halten können, entspannt ihre Beine ab. Schmal, hüftschmal die Beine. Arme seitlich, neigt euch ein bisschen nach hinten. Nehmt die Beine hoch. Genau. Und dann einfach nur halten. Atmen nicht vergessen. Denkt dran, ihr entscheidet selber, je weiter ihr geht, umso anstrengender ist das. Ihr könnt auch die Beine aufstellen und so auswählen. Na, ganz je nach für sein Level, wie er es braucht. Atmen und nur halten. Sehr schön macht ihr das. Halte durch. Sehr gut. Und wieder eine wohlverdiente Pause. Wir kommen wieder in den umgedrehten Vierfüßler. Dazu aber jetzt die Fingerspitzen Richtung Popo gezeigt. Genau. Die Ellenbogen bleiben gebeugt. Ihr steht mit den Beinen hüftschmal auf den Fersen. Und dann aus dieser Position nur den Popo hochschieben. Und tief kommen. Und männlich. Hoch. Und tief. Wenn ihr tief kommt, die Ellbogen gleich beugen. Dann haben wir zeitgleich auch ein kleines Training für die schönen Winkeärmchen. Sehr gut. Achtet auf euren angespannten Bauch. Den Bauchnabel immer weit zur Wirbelsäule reinziehen. Gut. Durchhalten. Wenn es in den Oberschenkeln auf der Rückseite krampft, dürft ihr natürlich einmal kurz reindehnen, damit der Krampf sich löst. Gar keine Frage. Den müsst ihr nicht aushalten. Okay. Einmal alles kurz ein bisschen durchlockern. Sehr schön. Und wir drehen uns einmal um und starten mit der Unterarm. Stützposition. Das heißt, wir liegen locker, nehmt ruhig die Füße ein bisschen mehr als schulterbreit, dann seid ihr stabiler. Stellt die Zehenspitzen schon mal auf, die Ellenbogen unter der Brust, Nasenspitze Richtung Boden, aus dieser Position nur das Becken hochnehmen. Genau, auch hier bitte darauf achten, dass ihr nicht im Hohlkreuz hängt, sondern eher das Gefühl habt, minimal rund zu sein. Und dann versucht zu halten. Wenn ihr merkt, es funktioniert nicht, geht ruhig runter auf die Knie, haltet hier. Ne? Jeder hat halt sein Level und guckt, wie er es am besten schafft. Sehr gut. Atmen ist ganz wichtig. Nasenspitze Richtung Boden. Zieht den Bauchnabel weit zur Wirbelsäule rein. Spannt den Popo an. Kommt tief, entspannt, atmet durch. So, die nächste Übung, auch in der Bauchlage. Beine liegen entspannt, ich rutsche mal ein bisschen tiefer, dass ihr mich auch vollkommen seht. Die Nasenspitze schwebt über den Boden. So, die Arme kommen in der U-Halter. Dann abheben. Oberkörper minimal anheben, Position halten und dann dürft ihr langsam die Arme vorschieben. Fingerspitzen berühren sich, kommt zurück. Schiebt vor, zurück. Atmet, haltet die Position. Nasenspitze schwebt immer brav über den Boden. Sehr gut. Prima. Stellt euch vor, ihr habt zwischen den Schulterblättern einen Eiswürfel. Den wollt ihr versuchen, hier zu halten. Halten. Sehr gut. Schiebt vor. Zieht zurück. Einmal aufstützen. Kurz entspannen. Sehr gut. Okay. In der nächsten Übung geht es wieder in die Unterarmstützposition. Genau. Matte rollt sich gerade auf.
Okay. Dieses Mal halten wir nicht nur, sondern wir drehen die Hüfte rechts, links ein. Na? Das heißt, ihr kommt hoch, haltet und dreht. Rechte Hüfte tief, links. Genau. Versucht so gut wie es geht. Macht nur das, wie es funktioniert. Wenn es nicht geht, wieder auf die Knie und sachte rechts, links pendeln. Funktioniert auch so. Na? Okay. Wie gesagt, jeder so, wie er es am besten hinbekommt. Alles ein Kann und nichts ein Muss. Und kommt tief, entspannt. Okay, ich komme wieder ein bisschen runter, damit ihr meinen Oberkörper genauer seht. Ihr stützt mit den Handflächen neben der Brust ungefähr auf. Die Zehenspitzen sind aufgestellt. Nasenspitze schwebt über dem Boden. Aus der Position schiebt ihr den Oberkörper hoch. Eins, zwei. Und komm langsam zurück. Nicht ablegen, Nasenspitze direkt über den Boden. Schiebt euch hoch und kommt zurück. Schön langsam. Schiebt hoch. Jawohl. Rückbein hochschieben. Eure Handballen schön kräftig in den Boden. Ihr wollt den Raum zwischen eurem Rumpf und dem Boden weit vergrößern. Jawohl, sehr schön. Und entspannt euch. Zieht einmal die Arme lang, die Beine wippen ein wenig. Sehr gut. Okay. Macht eine kleine Pause. Trinkt einen Schluck. Und startet für euch die zweite Runde. Vergesst das Abwärmen nicht und im Nachgang gerne auch alle Partien noch einmal durchdehnen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Workout und wir werden uns sehen. Bis dann. Tschüss.